Das ist Philipp Radlecker, die Gegenwart und Zukunft der Wohnbau Bergland. Und das ist Georg Maltschnick, wenn man es so haben will, die Vergangenheit der Wohnbaugenossenschaft. Denn nach fast 25 Jahren an der Spitze des Unternehmens hat der ehemalige Zeller Bürgermeister seine Verantwortungsbereiche nun in jüngere Hände gegeben. Apropos Hände, davon gab es auf der großen Abschiedsfeier am 6. Oktober im Schlosskammer in Maishofen jede Menge zu schütteln. Ja, wenn Sie mich anschauen, überwiegt sicher das lachende Auge, weil natürlich zwar eine wichtige Periode zu Ende geht, aber wenn man das Gefühl hat, dass das nächste gut weitergeht, die nächste Periode, und man gerade diesen Zeitpunkt im Rahmen wie heute mit so vielen Freunden, kann man schon sagen, feiern darf, dann ist es eigentlich wirklich aller Grund zum Fröhlichsein. Ich glaube, dass es wirklich ein Fest unter Freunden ist. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man dann eigentlich zum Ende der Tätigkeit feststellt, dass es nicht nur Geschäftspartner waren, ja, sondern dass durch diese vielen Jahre gemeinsamen Zusammenarbeit einfach ein Vertrauensverhältnis entstanden ist und die gegenseitige Wertschätzung einfach stets gewachsen ist. Und dass heute so viele da sind, darüber freue ich mich wirklich sehr. Einer der Festgäste war Landesrat Hans Meyer, der Georg Maltschnick nicht nur als Bürgermeister und Chef der Wohnbau Bergland kennen und schätzen gelernt hat, sondern viel früher bereits als Skilehrerkollegen in Goldegg. Ja, er ist natürlich etwas älter wie ich und er war damals der Chef-Skilehrer. Nicht? Er war staatlich geprüfter Skilehrer, er war der Chef unserer ganzen Truppe. Ich war damals gar keine so kleine Skischule und wir haben natürlich alle zum Georg hinaufgeschaut. Aber er hat auch immer sehr seriös gemacht und das, glaube ich, das zeichnet das ganze Leben von Georg Maltschnick, dass er, was er gemacht hat, das hat er stets mit Begeisterung und mit sehr viel Engagement gemacht. Skilehrer wissen ja bekanntlich, wie man feiert, das werden wir auch heute erleben. Ich hoffe, er kann sich noch gut erinnern, wie wir damals gefeiert haben. Das war sehr oft lustig und ich bin überzeugt, das wird heute auch eine stimmige und eine sehr lustige Feier werden. Das hat er sich auch verdient. Ein langer Wegbegleiter von Georg Maltschnick ist auch Christian Struber, der Chef der Salzburg Wohnbau. Das Thema Gemeinnützigkeit ist hier das große verbindende Element. Ich denke, dass das, was Georg Maltschnick gesagt hat, dass wir auf die Gemeinnützigkeit schauen müssen, weil die Gemeinnützigkeit die Grundfeste der sozialen Wohnversorgung in Österreich darstellt, ist sicher ein sehr mahnendes Wort. Und gerade in Zeiten wie diesen, die so turbulent auch in der Politik sich gestalten, ist sozusagen dieses mahnende Wort, auf die Gemeinnützigkeit zu schauen und diese auch zu schützen, ein ganz wichtiges. Und wir werden versuchen, in diesem Sinne auch die Ideen von Georg Maltschnick umzusetzen. Georg Maltschnick hat den Salzburger Wohnbau wirklich geprägt und darauf kann er zu Recht stolz sein. Na, mir ist in Erinnerung geblieben, dass ich einen Beruf gehabt habe, wo ich sehr viel Positives bewirken habe können. Ich glaube, wir haben jetzt in dieser Zeit mehr als 3.500 Wohnungen bauen können. Und wenn man sich vorstellt, dass da ca. 10.000 Salzburgerinnen und Salzburger eine neue Heimat gefunden hat, dann erfüllt es einem eigentlich schon das Stolz und man kann sagen, eigentlich waren diese vielen Jahre, diese Jahrzehnte gut investierte Zeit. Nun übernimmt das Ruder der Wohnbau Bergland also Philipp Radlecker und der anerkannte Wohnbauexperte tritt dabei zweifelsfrei in große Fußstapfen. Naja, das Gefühl ist äußerst positiv, weil es ist eine große Ehre für mich, dass ich die Nachfolge von Georg Maltschnick als Obmann und Geschäftsführer der Wohnbaugenossenschaft Bergland übernehmen darf. Da ist viel Verantwortung damit verbunden und es freut mich, diese Aufgabe übernehmen zu dürfen. Es wird einiges weniges anders werden, aber es wird ganz vieles auch beim Alten bleiben, weil es auch bisher gut und richtig gemacht wurde. Und der Bergland, alles Gute für die Zukunft.